Die Sims 4 Verliebt steht kurz vor der offiziellen Ankündigung, welche natürlich nicht ohne neue Leaks bleiben kann. Jetzt wissen wir noch viel mehr zur neuen Welt und den einzelnen Features. Twitter-User Nadius hat mal wieder das gemacht, was er am besten kann. Zur neuen Verliebt-Erweiterung wurden nämlich ein Haufen neuer Infos und Screenshots geleakt. Beginnen wir mal mit der neuen Welt Ciudad Enamorada. Diese bringt insgesamt 13 neue Grundstücke in drei verschiedenen Nachbarschaften. Highlights sind hier zwei Penthouses, ein mietbares Ferienhaus und andere altbekannte Grundstückstypen wie ein Park, Fitnessstudio, Nachtclub oder Lounge. Je nach Kontext der Situation soll es nun mehr Conversation-Starter-Interaktionen wie zusammen Kunst ansehen im Kunstmuseum oder Fitness dem potenziellen Partner näher bringen geben. Im Nachtclub kann man den neuen verführerischen Tanz wählen. Lasst doch unbedingt ein Abo da, wenn ihr meine Trainer-Analyse zum am 27. Juni offiziell erscheinenden Trailer nicht verpassen wollt. Jetzt aber mehr zur neuen Amors Ecke Dating App. Diese kann am PC und Handy ausgewählt werden und beinhaltet Sims aus allen Welten oder sogar der Galerie. Coole Idee, wie ich finde. Wie in einer echten App auch, könnt ihr in verschiedenen Tabs ein Selfie als Profilfoto einstellen, Merkmale einstellen, die eure Sims mehr oder weniger repräsentieren, andere Sims sortiert nach Alter und sexueller Orientierung matchen oder gespeicherte Kontakte zu Dates einladen. Mehr Infos haben wir jetzt auch bei den Dates. Man kann die Art des Dates, Ort und Aktivitäten frei wählen. Letztere beeinflussen jetzt auch die Ziele, die ihr erreichen müsst. Wenn das Date nicht gut läuft, könnt ihr dieses auch schon frühzeitig beenden oder auch den Ort des Dates währenddessen ändern. Die wahrscheinlich größte und wichtigste Neuerung ist aber, andere Sims platzen nun nicht mehr einfach so in euer Date rein. Einige der Features klingen so wie Dinge, die bereits jetzt machbar sind. Lassen wir uns mal überraschen, wie tief diese angepriesenen Sachen letztendlich im Spiel funktionieren werden. An neuen Aktivitäten wurden neue Spiele sowie eine Kostümbox für Erwachsene hinzugefügt. Ihr könnt die portable Decke überall mit hinnehmen, mit der Kuscheln oder einem To-Go-Techtelmechtel nichts im Wege steht. Als neue Möglichkeit, eure Sims ins Grab zu bringen, könnt ihr nun auch an einem gebrochenen Herzen sterben. Die neuen romantischen Dynamiken sind gesund, heiß, angespannt oder unvorhersehbar und entwickeln sich auch während dem Gameplay. An- und Abturner sind zurück und beinhalten Aktivitäten, Eigenschaften, Mode des anderen Sim oder auch die Art der Romantik. Romantische Zufriedenheit und Anziehungskraft sind nun Teil der Gefühlswelt der Sims. Mal schauen, ob das mehr Tiefe mit hinzufügt. Als neue Merkmale gibt es zwei: romantisch zurückhaltend und frei von mir übersetzt gefühlsduselig. Also ein Sim, der sehr gerne neue Liebschaften sucht. Verliebt steht bald bei meinem Partner Instant Gaming zum Kauf bereit, bei dem ihr viele verschiedene Spiele deutlich günstiger erhaltet und auch bei meinem aktuell laufenden Gewinnspiel teilnehmen könnt. Link in der Beschreibung. Die neue Romantikfähigkeit hat 10 Level und verbessert eure Techtelmechtel-Fertigkeiten und die romantische Zufriedenheit zu anderen Sims in einer Beziehung. Mit Level 10 habt ihr die Aura des Flirtens, mit dem andere Sims in der Umgebung kokett werden. Auch neue Bestreben gibt es, genau zwei: romantischer Erkunder und Paragon-Partner. Mit zweiterem möchten deine Sims eine Beziehung mit mehr als nur einem Partner gleichzeitig eingehen. Die neue Romantik-Therapeuten-Karriere ist leider nicht aktiv spielbar, trotzdem habt ihr mit dieser ein paar nette neue Möglichkeiten. Viele Simmer aus der Community munkeln, dass diese deutlich realistischeren Wimpern der Sims auch mit dem vorangegangenen Gratis-Update ins Spiel kommen werden. Hoffentlich sind diese nicht Pack-exklusiv. Diese Liste an neuen Features klingt schon etwas besser als die vorher geleakte Produktbeschreibung. Im ersten Trailer, welcher nächste Woche Donnerstag erscheinen wird, wissen wir aber noch mehr. Was denkt ihr zu den neuen Features? Freut ihr euch auf die Erweiterung oder ist bei euch alles wie vorher? Also dann, bis zum nächsten Video.